Na, ich wollte mit dir über Lea sprechen, weil vielleicht ist Lea meine Tochter. Das hast du mir aber anders erzählt, oder? Ja, weil du immer nur Stress machst, wenn es um das Thema geht. Ja, dass sie als Vater in Betracht kommen, und das wissen wir hier schon lange. Aber sie sollen sich nicht besonders bis dato, und dass sie dann 2 Jahre rückwirkend, für das Kind interessiert haben. Ja, das stimmt schon so. Ich war in den letzten 2 Jahren ziemlich egoistisch und wollte mich halt nicht um solche Sachen wie Kinder kümmern und wollte meinen Spaß haben. Und außerdem war da halt noch Mina. Sie hat dauernd rumgezickt, wenn irgendwie dieses Thema zur Sprache kam. Aber in letzter Zeit habe ich öfter darüber nachgedacht, was wäre, wenn Lea meine Tochter wäre. Was? Bitte? Auf einmal? Als du erfahren hast, dass Leanne schwanger ist, hast du sie abgeschossen. Liane, mir tut das so leid, dass ich dich in der Schwangerschaft habe sitzen lassen. Bitte glaub mir, ich möchte dir und der Kleinen helfen. Hallo? Du spinnst wohl, Lea ist meine Tochter. Ja, Herrgott, dann mach endlich diesen verdammten Test auf, damit wir es endlich wissen. Es ist mir scheißegal, was in diesem Test steht. Lea ist meine Tochter. Ich liebe sie. Ich bin der Vater. Ja. Und wenn nicht? Ich kann dazu ja nur eines sagen. So langsam rege ich auch an, einen legalen Vaterschaftstest zu machen seitens der Eltern. Die könnten das ja tun. Wenn man schon vorher ab was wissen will, kann man natürlich reinschauen. Können Sie es bitte für mich öffnen? Beim Öffnen soll es nicht liegen. Lesen kann ich auch. Mischa, ich hoffe, dass du der Vater bist. Aber warum? Was wäre so verkehrt daran, wenn ich der Vater wäre? Keine Ahnung. Meistens hat man es ja damit zu tun, dass keiner Vater sein will. Und hier habe ich gleich 2, die es sein wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Gutachten zum Ergebnis kommt, dass es 2 Väter in Sachen Schuster, Michael und so bla 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 bla. Vaterschaftsplausibilität für Herrn Schuster von 99,8%, wobei die Vaterschaft als praktisch... Ja, ich hab's gewusst, ich bin der Vater, Roland. Klingt ja jetzt so, als ob's halt gewonnen. Ja, aber es ist doch super. Dann kommt die Kleine jetzt zu mir und dir und du, wir haben alle Rechte. Nicht wir, ich. Ach. Und was hättest du gemacht, wenn ich doch der Vater gewesen wäre? Meinst du, ich hätte Lea in dem Glauben gelassen, dass Mischa ihr Vater sei und sie bei ihm aufwachsen lassen? Ja, das hätte ich von dir verlangt. Ich habe dir vorgestern schon gesagt, dass ich das nicht tun würde. Vorgestern? Was hat ihn die Angeklagte da geantwortet? Ja, Liane hat mich nahezu angefleht, dass die Lea auf jeden Fall bei Mischa bleiben sollte, falls ihr was passieren wird. Falls ihr was passiert? Warum sollte ihnen was passieren? Warum sollte Ihnen was passieren? Werden Sie bedroht? Was ist denn los? Sie müssen, Frau Schuster. Sie schon mit mir kommunizieren. So geht das nicht. Frau Schuster, es geht hier um das Wohl eines 2-jährigen Kindes. Ja. Es geht um das Wohl Ihres Kindes. Und wenn Sie nicht möchten, dass Ihnen das möglicherweise doch weggenommen wird, dann sollten Sie hier sagen, was los ist. Da hat er recht. Ausnahmsweise. Weißt du irgendwas? Nee. Noch Fragen an den Zeugen Weinberg derzeit? Ja. Bleibt unvereidigt. Dann unterbreche ich mal die Verhandlung, bis der Zeuge Woltaschek da ist. Ja, bitte? Entschuldigung, Frau Seilesch. Ich will dringend was erzählen. So. Nehmen Sie Platz. Sie sitzen sowieso immer schon, also, bevor ich angefangen habe, Ihnen einen anzubieten. Ja, was gibt's? Ich bin gerade von der Toilette gekommen. Also ich bin in die Toilette reingegangen. Da ist mir eine Frau entgegengekommen, hat mich fast umgelaufen. Ich dachte, die wird verfolgt oder irgendwas, hab nachgeguckt. Aber im Waschraum war keiner außer mir. So wie ich Sie einschätze, werden Sie gefragt haben, was los ist, oder? Ja, klar, habe ich gemacht. Aber die war voll hektisch, meinte, ja, ich hab's eilig, ich muss zurück in die Verhandlung. Sie möchte in die Verhandlung? Wie sah denn die Frau aus? Braune Haare hatte die, schlank, ein grünes Kleid hatte die an, ich glaube, ein bisschen älter, als ich, 20 oder so. Die war total merkwürdig drauf. Das könnte eigentlich die Schuster gewesen sein. Was war an der so merkwürdig? Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da einen gekippt hat auf der Toilette. Hä? Weil, also als sie rausgegangen ist, hat sie total geschwankt, hat erstmal den Ausgang gar nicht gefunden. Dann bin ich ihr hinterhergegangen, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Dann ist sie da schwankend über den Flur gelaufen, mit der Schulter gegen die Wand geschrappt. Dann habe ich gerufen, ob ich ihr helfen kann, und die gar nicht mehr reagiert. Ich weiß nicht, ich war richtig krass drauf. Ich meine, was wollen Sie jetzt mit der machen? Ach, ich denke mal, die wird den Weg zu uns schon finden. Und nach der Beschreibung glaube ich nicht, dass Alkohol unser Problem sein wird. Ich habe den anderen Verdacht. Aber danke mir. Gut beobachtet. Bitte, bitte. Herr Woltaschek,
Es geht hier darum, dass die Zeugin Minna Greif, die da hinten sitzt, Sie kennen sie ja auch, ich nehme an, die ganze Bank da hinten ist Ihnen bekannt, ausgesagt hat, dass die Angeklagte ihre Tochter Lea mehrfach alleine gelassen hat, um bei Ihnen im Kiosk zu sein. Möglicherweise auch aus Gründen von Alkohol, wie auch immer. Können Sie uns dazu was sagen? Ja, also ich kenne die Liane seit mehreren Jahren und ich habe sie als absolut wertvollen Menschen kennengelernt und auch als absolut liebevolle Mama und... Alles bestens. Herr Wojtaschek, haben Sie eigene Kinder? Sind Sie Vater? Nein, das Elternglück ist mir und meiner Frau leider verwehrt geblieben bis jetzt. Aber ich liebe Kinder über alles und ich hätte gerne eigene Kinder. Ja. Gut, das heißt, dann ist es Ihnen genauso wichtig wie mir, dass Kinder geschützt werden, dass man genau hinguckt, wenn einem Kind ständig etwas passiert. Und Sie wollen auch nicht, dass ein Kind vorsätzlich verletzt wird oder dass ein Kind ständig alleine gelassen wird. Selbstverständlich. Das ist mir wichtig. Ist das richtig? Herr Wojtaschek, hat die Angeklagte ihre Tochter alleine in der Wohnung gelassen, um dann bei Ihnen am Kiosk, am Bütchen Alkohol zu konsumieren? Vielleicht einmal. Einmal? Wann ist dieses einmal gewesen? An dem Tag... Uli, bitte nicht. Bitte nicht, Uli. Liane, siehst du nicht, was hier passiert? Bitte, ich bitte dich inständig, dass du die Wahrheit sagst, sonst wird dir deine Tochter weggenommen. Aber das wird doch hier niemand verstehen. Was soll uns die Angeklagte erzählen, Herr Wojtaschek? Mit dem Verstehen kommt später. Das muss sie Ihnen selber sagen. Liane, bitte. Ich bitte dich wirklich inständig. Sag, was los ist. Du kannst doch nichts dafür. Wofür? Herr Schuster, was ist eigentlich wirklich los mit Ihnen? Sie wollen augenscheinlich keine Hilfe annehmen, können keine Hilfe annehmen. Warum? Sag. Frau Geister-Melanie Klingenberg, Sie haben ja vorhin schon versucht, mehrfach ihr einen Zettel zuzuschieben, ne? Ja, aber ist das ja auch jetzt nicht verboten? Nein, nur sie hat es nicht mitbekommen. Das ist mir aufgefallen. Das stimmt. Er hat überhaupt nicht reagiert. Warum nicht? Ja, ich habe mich auf die Verhandlung konzentriert. Ich habe das halt nicht mitbekommen. Ja. Frau Schuster, man kann sich noch so sehr konzentrieren auf die Verhandlung. Aber wenn man am Rande, was hier geschieht, nichts mitbekommt und wenn man sich mechanisch an sich oder ein bisschen tollpatschig verhält, wie es die Jugendgerichtshilfe sagt. Sie werden beschrieben, dass Sie so torkeln die Treppe runter. Andere denken an Alkohol. Ich glaube, was ganz anderes. Und das ist mir sogar schon zu Beginn der Verhandlung aufgefallen, wie langsam Sie sich bewegen. Haben Sie was an Augen? Wir verstehen das nicht. Und versuchen Sie es uns zu erklären. Ja, das war ein Versehen. Was war ein Versehen? Ich habe meine Tochter an dem Morgen eben nicht gesehen. Ich bin eben über sie gestolpert, weil ich sie übersehen habe. Und deswegen ist Lea gegen die Badewanne geknallt. Frau Schuster, wie kann sowas passieren? Ich bin fast blind. An dem Tag, an dem ich dich vor die Tür gesetzt habe, habe ich eben die Diagnose bekommen, dass ich innerhalb der nächsten Monate wahrscheinlich vollständig erblinde. Um welche Krankheit handelt es sich da? Kann man da irgendwas machen? Die Krankheit nennt sich Fundus Oculi Tabulatus. Es ist eben nur klar, dass sich meine Netzhautzellen, dass die Netzhautzellen mit der Zeit absterben und ich auf diese Weise eben geringe Sehfähigkeit habe und in den meisten Fällen eben bis zur vollständigen Erblindung. Wie hat das bei Ihnen angefangen? Es ist eben, dass ich wegen der Dämmerung und nachts kaum noch etwas gesehen habe. Die Gesichtswelt ist total verengt und ich habe eben Schwierigkeiten, seitlich befindende Gegenstände wahrzunehmen und ich stolper auch schon mal hin und wieder über Stufen oder niedrige Hindernisse. Sie können sich das Ganze eben so vorstellen, dass ich die Welt wie durch einen Spion sehe, wie durch ein Arthur-Schloss. Liane, mir fehlen die Worte, warum hast du nichts gesagt? Ich bin dein Mann, ich hätte dir geholfen. Ich konnte nicht, Mischa. Ich habe doch immer wieder Schübe gemacht. Ich habe ständig etwas kaputt gemacht. Und Lea, ich habe Lea eben einfach übersehen. Warum haben Sie Ihre Erkrankung denn bis heute verschwiegen, Frau Schuster? Ich hatte doch einfach so eine Angst, dass mir jemand meine Kleine wegnehmen könnte. Bestehen irgendwelche Heilungsmöglichkeiten? Nein. Die Ursachen von dieser Krankheit sind noch nicht geklärt. Und von daher besteht auch keine Heilungsmöglichkeit. Und
Sie müssen mich doch verstehen. Bei mir hat sich einfach diese Vorstellung festgesetzt, dass ich so viel Zeit wie möglich noch mit meiner Tochter verbringen musste. Sie ist doch sowas wie mein Rettungsanker, wie das letzte Licht in meinem bald so dunklen Leben. Frau Schuster, aber auch Blinde versorgen Kinder. Warum haben Sie keine Hilfe angenommen, das zu lernen? Ich wollte doch einfach mit meiner Tochter alleine sein, bevor ich nichts mehr sehen kann. Und Mischa, ich hatte einfach solche Angst, dass du mir alles abnehmen willst, dass du mir noch meine letzte Eigenständigkeit nehmen könntest. Und ich konnte und wollte einfach keine Hilfe annehmen. Es ist doch sowieso schon so schwer für mich zu akzeptieren, dass ich bald nicht mehr ohne Hilfe leben kann. Frau Schuster, haben Sie Ihre Tochter denn jemals alleine zu Hause gelassen? Ja, an dem Tag der Diagnose habe ich Lea schlafen gelegt und bin mit dem Babyfon zu Uli in den Kiosk gegangen. Und ja, ich habe 2 Bier getrunken, weil das Ganze doch einfach ein Schock für mich war. Aber mehr nicht. Lea ging es wirklich zu jedem Zeitpunkt gut. Und wegen dieser Diagnose haben Sie damals zu Weinberg gesagt, wenn du Vater sein solltest, so habe ich es mir notiert, bitte ich dich, das Kind bei Mischa zu lassen, wenn was passieren sollte? Ja, ich wusste ja, dass Uschi alles daran setzen würde, um die Vaterschaft zu klären. Ich war mir auch nicht sicher, wer der Vater ist. Aber auf Mischa kann ich mich verlassen. Egal, was heute hier passiert wäre, er sollte Lea bekommen. Herr Schuster, meinen Sie nicht, es ist genau jetzt der Zeitpunkt, wo Sie ganz schnell mal den Strafantrag gegen Ihre Frau zurückziehen? Auf jeden Fall, ich werde hier und jetzt den Strafantrag zurückziehen. Aha. Und du, meinst du eigentlich nicht, dass du dich bei ihr entschuldigen solltest? Und wenn du das nicht tust, dann werden wir zwei uns eine neue Wohnung suchen, möglichst weit weg von dir. Und ich verstehe jetzt Gregor auch langsam, warum er keinen Kontakt mehr zu dir haben will, warum keiner mehr Kontakt zu dir haben will. Du wirst als ganz arme alte Frau enden. Junge, ich wusste das doch alles nicht und es tut mir doch auch leid. Du kannst mich doch jetzt nicht alleine lassen. Das klingt aber mehr nach Selbstmitleid. Herr Schuster, die Verteidigung hat zu Recht eine Einstellung des Verfahrens angeregt. Aber da muss ich Sie darauf hinweisen, dass wenn Sie den Strafantrag zurücknehmen, den Sie ja im Grunde genommen in Vertretung Ihrer Tochter gestellt haben, dann müssen Sie die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten übernehmen. Es sei denn, die Angeklagte erklärt sich bereit, die Kosten zu übernehmen? Nein, nein, also ich übernehme gern die Kosten und den Strafantrag, den ziehe ich auf jeden Fall zurück. Dann kann die Körperverletzung nur noch dann verfolgt werden, die fahrlässige Körperverletzung dann in der Tat, wenn die Staatsanwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung hat. Nein, bejahe ich nicht, Frau Fulz. Ja, tut sie nicht. Noch Fragen an den Zeugen Wojtaszek? Danke, nein. Dann nehmen Sie bitte hinten Platz. Dann ergeht im Namen des Volkes folgendes Einstellungsurteil. Das Verfahren wird eingestellt. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagte trägt der Antragsteller. Damit ist das Verfahren beendet und die Verhandlung geschlossen.